Punkt 1. Mit Elisabeth Scharan. Sie haben vielleicht darüber gelesen. Ende September fand in Wien eine öffentliche Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs statt, der in diesen Tagen einen Antrag zur Aufhebung des Verbots der aktiven Sterbehilfe und des Verbots des assistierten Suizids zu prüfen hat. Eine komplexe Frage. Wenn es um Sterbehilfe geht, dann geht es um Grundrechte, um die Pflicht des Staates, das Leben seiner Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Aber es geht auch um die Autonomie der Einzelnen und die Entscheidungshoheit über das eigene Leben und über den Zeitpunkt des eigenen Todes. Heute Abend beginnt in Salzburg der Bioethik-Dialog, an dem Expertinnen über die Aufgaben und die Grenzen der Medizin am Lebensende diskutieren und wo ein überregionaler Austausch stattfinden soll. Beide meiner Gäste werden morgen mit ihrer Expertise an diesem Dialog teilnehmen. Heute sind sie bei mir zu Gast. Dr. Veronika Mossig, ärztliche Leiterin des Hospiz Rennweg in Wien. Schönen Nachmittag. Grüß Gott. Und Dr. Maria Gledetzka vom Institut für Ethik und Medizin und Mitglied der Bioethik-Kommission. Schönen Nachmittag. Grüß Gott. Frau Mossig, wo stößt die Palliativmedizin an ihre Grenzen? Ja, die Frage nach den Grenzen der Palliativmedizin kommt aus meiner Perspektive viel zu früh, weil wir in Österreich mit der Entwicklung der Palliativmedizin noch nicht dort gelandet sind, wo es eigentlich seit vielen Jahren schon konzipiert ist. Wir haben zum Beispiel in Wien zwar reichlich Betten auf Palliativstationen, haben da aber nicht die Zahl, die eigentlich konzeptionell vorgesehen wäre. Da sind wir erst mit dem Aufbau beschäftigt. Und wir haben zum Beispiel zu wenige Hospizbetten in Wien. Da haben wir erst seit November des letzten Jahres 8 Betten auf einer Hospizeinheit in einer Pflegeeinrichtung. Und das ist für diese Millionenstadt viel zu wenig. Da sind wir in anderen Bundesländern viel besser aufgestellt und haben deutlich bessere Strukturen der Hospiz- und Palliativversorgung. Und es ist auch so, dass wir bei weitem nicht für alle Bausteine der Hospiz- und Palliativversorgung eine ausreichende Finanzierung haben. Und insofern können wir über die Grenzen der Palliativversorgung noch nicht sprechen, weil wir nicht erfahren haben, wie es wäre, wenn wir eine adäquate Palliativversorgung hätten. Der Medizinethiker Theo Buhr, der jahrelang in der niederländischen Prüfungskommission war, die über die Rechtmäßigkeit von Sterbehilfen entscheidet, der hat mal in einem Interview gesagt, in den Niederlanden hätte man vermutlich nie den Weg eingeschlagen, Sterbehilfe zu legalisieren, wenn man in den 80er Jahren das hohe Niveau der Palliativmedizin gehabt hätte wie heute. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass seit den 80er Jahren in der Palliativmedizin und auch in der Palliativversorgung sehr, sehr viele Fortschritte gemacht worden sind. Und ich bin mir auch sicher, dass wir mit der Palliativbegleitung sehr viel Leiden lindern können. Und aber haben Sie das Gefühl irgendwie, dass durch diesen medizinischen Fortschritt sich eigentlich die Diskussion über eine Sterbehilfe, dass das obsolet werden könnte? Ganz obsolet sicherlich nicht, weil die Todessehnsucht und der Wunsch zu sterben wird sich durch eine noch so gute Versorgung nicht aus der Welt schaffen lassen. Aber manche Fantasien, was auf einen zukommen könnte mit dem nahenden Lebensende, würden einfach viel weniger dramatisch ausschauen, wenn es Erfahrungen gibt mit gelingenden und auch mit schönen Begleitungen am Lebensende. Sie unterscheiden ja da diese Todessehnsucht und der Wunsch, dem Leben ein Ende zu setzen. Ja, also in Anbetracht einer lebensbegrenzenden Erkrankung steht einfach ein Entwicklungsschritt an, sich damit abzufinden, dass das Lebensende nahen wird. Und im Rahmen dieser Entwicklung ist es natürlich naheliegend, auch mal den Tod herbeizusehnen. Und das ist aber in ganz vielen Fällen eine Momentanaufnahme, die nicht über eine längere Zeit bestehen bleibt.
Und solche Todessehnsüchte vergehen mitunter auch wieder. Und ganz oft bedeutet ein Sterbewunsch ja nicht, ich möchte überhaupt nicht leben, sondern meist steht da zwischen den Zeilen, ich möchte so nicht leben. Und wenn wir da ganz genau hinhören und nachfragen, was ist das Thema, worum es geht, dann finden wir ganz, ganz oft Aspekte, die beeinflussbar sind und wo man nicht ausgeliefert ist, sondern wo sich wohl noch einiges verändern lässt. Also wenn wir zum Beispiel darüber reden, und das ist ja meistens das, was in diesem Zusammenhang kommt, über Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, auch Schmerzen haben, keine Aussicht auf eine Genesung haben, wo kommt dann das zum Tragen, was Sie gerade gesagt haben? Wo sind da die Zwischenzeilen? Also ich muss gleich einmal bei den Schmerzen einhaken. Weil Schmerz ist ein Phänomen, das wir, also Tumorschmerz ist ein Phänomen, das wir im Allgemeinen recht gut behandeln können und wo wir in den allermeisten Situationen einen Zustand erreichen können, wo es zum Aushalten ist. Und die Fantasie ist oft so viel schlimmer als die Realität. Es wird ganz, ganz viel von unerträglichem Schmerz und unerträglichem Leid gesprochen von Menschen, die auf der Höhe des Lebens stehen, in voller Blüte und nahezu unbeeinträchtigter Gesundheit. Wir alle machen im Laufe unseres Lebens ganz schön viele Adaptierungen mit und lernen, damit umzugehen, dass nicht alle Wege offen stehen und dass nicht alles ideal ist. Und so ist das auch mit körperlichen Einschränkungen. Was einem aus der Gesundheit heraus undenkbar scheint, das ist im Laufe des Lebens der Normalzustand, an den viele Menschen eben gut adaptieren können. Frau Dr. Gleditzka, Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie möchten den Begriff Sterbehilfe eigentlich gar nicht mehr verwenden. Was schlagen Sie vor? Ja, ich würde sagen, Sterbebegleitung ist ein wichtiger Begriff und ich bin ja ein sehr großer Befürworter der Selbstbestimmung von Patienten und es gibt ja dieses Recht auf Unvernunft, also es kann ja jeder entscheidungsfähige Patient jede auch lebensrettende Maßnahme ablehnen, auch wenn das bedeutet, dass das letztlich zum Tode führt. Und ich verstehe auch die Diskussion oder den Wunsch nach Einführung der Sterbehilfe, bin aber der Ansicht, dass wir derzeit von den Rahmenbedingungen noch nicht so weit sind, dass wir das wirklich diskutieren sollten, weil es noch viele andere Dinge gibt, die wir zuerst hier wirklich auf den Weg bringen sollten. Es hat sich ja schon viel getan, dass man zum Beispiel gesagt hat, Beistand der Sterbenden hat man einen Paragraph ins Ärztegesetz eingefügt. Man hat gesagt, wenn es sein sollte, dass durch das Setzen einer palliativmedizinischen Maßnahme der Patient dadurch vielleicht früher verstirbt, dann ist das durchaus zulässig. Das heißt, man hat die indirekte aktive Sterbehilfe ja durchaus hier auch schon verankert und auch gesagt, das ist Teil der ärztlichen Tätigkeit. Ich persönlich möchte aber nicht weitergehen, weil ich finde, wir würden da vielleicht auch in Konflikt mit den ärztlichen Tätigkeiten kommen. Und weil immer alle der Ruf nach Selbstbestimmung, trotzdem haben so viele Österreicherinnen und Österreicher in den normalen Bereichen überhaupt noch nicht genutzt im Gesundheitsbereich. Die wenigsten haben eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung. Und es gibt so viele rechtliche Möglichkeiten, die wenigsten kennen. Und es gibt im Laufe jeder Erkrankung auch, glaube ich, eine Situation, wo man dann halt die lebensrettenden Maßnahmen ablehnen kann, bei einer Lungenentzündung oder anderen Situationen. Und ich habe das früher vielleicht auch etwas anders gesehen, wie ich beruflich neu eingestiegen bin und durch meine zahlreichen Tätigkeiten in Ethikkonsils vor Ort mit Patientenbiografien hat das für mich auch zu einem großen Umdenken geführt. Ich habe Patientinnen erlebt, wo ich mir immer gedacht habe, als Gesunder, der keine Schmerzen hat, so will man nicht leben. Das ist ja unerträglich und da wünscht man sich den Tod. Ich habe Menschen erlebt, die haben sich den Tod nicht gewünscht. Die wollten jede Sekunde, die waren gut betreut. Nichtsdestotrotz wird es Menschen geben, die den Wunsch haben nach aktiver Sterbehilfe. Die Frage ist natürlich, muss der Staat allen Wünschen nachkommen? Es ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Ich bin froh, dass ich in einem Staat lebe, wo wir nicht die aktive Sterbehilfe haben. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn man die Selbstbestimmung mehr ausbaut, die palliativmedizinischen Maßnahmen mehr ausbaut und vielleicht können wir dann noch einmal darüber diskutieren. Also die rechtliche Situation in dieser Frage, die ist ja in Europa nicht einfach zu überblicken. In Italien ist assistierter Selbstmord erlaubt, in Frankreich unter Strafe gestellt. In den Niederlanden und in Belgien wurde 2002 ein Gesetz verabschiedet, das die Lebensbeendigung auf Verlangen der Sterbewilligen und auch den begleiteten Freitod regelt. Und in Österreich ist die Mitwirkung am Selbstmord, wie es heißt, verboten und wird mit einer Freiheitsstrafe bestraft.
Frau Gletzka, Sie sind ja auch Mitglied der Bioethikkommission. Wie wird das Thema da diskutiert? Also welche Argumente stehen da einander gegenüber? Also da war ich in der Minderheit auch, weil es gab hier den Wunsch, das zu lockern, die Mitwirkung am Selbstmord. Weil es kam vor allem immer das Beispiel, wenn ich jetzt meinen Partner begleite, der in die Schweiz fahren möchte, dann mache ich mich strafbar wegen Mitwirkung am Selbstmord. Das natürlich weckt Unbehagen, wenn man daran denkt, er begleitet seinen jahrelangen Partner und will in den letzten Stunden dabei sein. Das verstehe ich durchaus. Die Frage ist nur, wenn man hier eine Änderung beiführt, was zieht es mit sich? Ist der nächste Schritt, dass man dann sagt, nicht nur der Angehörige, sondern vielleicht ein Angehöriger des Gesundheitsberufes, der hier mitwirkt am Selbstmord, fällt der drunter? Also ich glaube, man denkt oft zu sehr an Einzelfälle, wo man dann halt liest, wie furchtbar, der konnte den nicht begleiten, weil sonst wäre der Staatsanwalt vor der Tür. Und natürlich sind so einzelne Fälle, oder wie in Salzburg, wo dann ein Arzt des Mordes angeklagt wurde, wo es dann eh zu einem Freispruch auch kam, da gab es auch verschiedene Aspekte. Das geht immer durch die Medien, diese Einzelfälle. Aber ich glaube, wir müssen uns das Gros des Ganzen anschauen, wen es hier gilt zu schützen. Und meine Erfahrung ist vor allem auch aus dem Pflegebereich oder Altenbereich, dieser Druck, der hier entstehen könnte. Wir haben das auch gesehen, wir waren bei vielen Richtungen von Patientenverfügungen dabei. Wir haben in Österreich ein genaues Bild, wann man woran sterben kann oder soll, wann es sozusagen lege artis ist. Und das, für mich war das so ganz doch eine große Wendung in meinem Leben. Bei den ALS-Patienten wurde zunehmend die Muskulatur gelähmt, wie die dann letztendlich vielleicht nur mehr mit einem Auge zwinkern können, in dieses Lock-in-Syndrom kommen. Da ist es mittlerweile so, dass die meisten sagen, in dem Moment, wo ich nicht mehr selber atmen kann, lehne ich die künstliche Beatmung ab und wähle diesen Tag als meinen Todestag. Also die legen den genau fest. Aber umgekehrt, die sagen, nein, ich möchte das und ich möchte dann vielleicht noch 7 Jahre im Lock-in-Syndrom leben oder bin nicht ansprechbar, da wurde dann schon viel mit denen diskutiert. Möchtest du das wirklich? Weißt du, worauf du dich einlässt? Dann gibt es kein Zurück, was erstens auch so nicht stimmt. Man kann das ja auch festlegen mit Patienten. Aber sind nicht genau diese ganzen Gespräche auch vorgesehen in den Ländern, wo Sterbehilfe erlaubt ist? Natürlich sind sie auch vorgesehen, aber ich glaube, dass hier ein sozialer Druck, ein unbewusster auch natürlich entsteht, was natürlich jetzt wieder dem widerspricht, wo ich vorher sage, ich bin ein großer Verfechter der Selbstbestimmung, dass ich hier manchen unterstelle, dass sie nicht autonom genug entscheiden können. Und das glaube ich. Das glaube ich vor allem bei vulnerablen Gruppen. Das sind Patienten mit schwersten Erkrankungen, das sind alte Menschen. Ich glaube, dass das sehr subtil funktioniert, hier dieser Druck, der entsteht, wann stirbt man, wann, wo, wie in einem Land. Und ich glaube, das ist eine Werteinstellung. Und mein Credo eben, und wie gesagt, Selbstbestimmung an erster Stelle, ist aber hier der Schutz dieser vulnerablen Gruppe. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, dass man das hier nicht auflockert, weil ich glaube, wir haben viele, viele Dinge rechtlich und auch faktisch. Wir haben die palliative Sedierung und ich sehe das vor Ort, weil ich, wie gesagt, viel vor Ort bin, mit Patientinnen auch. Ich sehe keine Notwendigkeit und gebe aber zu, es wird Einzelfälle geben, für die das dann besonders tragisch ist, dass wir diese Rechtslage nicht haben. Aber ich sehe jetzt primär hier den Schutz der vulnerablen Gruppe. Frau Dr. Mossig, wie sieht das eigentlich mit der Rechtssicherheit und der Klarheit für Ärzte und Ärztinnen aus? Reicht Ihnen die Situation, wie das ist, oder ist das doch ein bisschen komplizierter, weil es einen Graubereich gibt? Also auch ich bin dankbar für die gesetzlichen Regelungen, die wir derzeit haben. Und bei der Entscheidung, was medizinisch gemacht werden soll, gibt es als Basis dafür die medizinische Indikation. Das heißt, aus wissenschaftlicher Perspektive ist es sinnvoll und angebracht, was zu machen. Und der zweite Schritt, der aber immer notwendig ist bei der Entscheidung für eine therapeutische Maßnahme, ist der Patientenwille. Und jeder Patient, jede Patientin hat das Recht, eine vorgeschlagene Maßnahme auch nicht zu wünschen und darauf zu verzichten und hat dann gleichzeitig aber auch das Recht, Alternativen angeboten zu bekommen. Und da passiert oft eine Schwarz-Weiß-Malerei und es gibt viele Situationen, wo es ganz schön viele Grauschattierungen in der Mitte gibt. Was bedeutet es, in Würde sterben? Und wie wichtig ist die Autonomie des einzelnen Menschen? Und ist ein assistierter Suizid ein legitimer oder ein überzogener Ausdruck von Autonomie? Welchem Druck sind Ärzte, Betroffene und Angehörige in diesen Fragen ausgesetzt? Rufen Sie uns an 0800 22 69 79 oder schreiben Sie an punkt1@orf.at. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Kommentare und interessiert an Ihren Erfahrungen. Musik.
find someone else while I'm away. There's nothing for me in this world full of strangers. It's all someone else's idea. I don't belong here, and you can't go with me. You'll only slow me down. Until I send for you, don't wear your hair that way. If you cannot be true, I'll understand. Others you hold in your arms, I said I'd come back for you. I'll leave my jacket to keep you warm. That's all that I can do. And if I have to go, will you remember me? Or will you find someone else while I'm away? Was bedeutet in Würde sterben? Wie kann Sterbebegleitung aussehen und braucht es eine juristische Reform, wenn es um Suizid geht, der in Österreich, assistierter Suizid, der in Österreich unter Strafe steht? Die Mails von zwei Hörerinnen, die ich Ihnen vorlesen möchte, die zeigen ganz gut das Spannungsfeld, in dem wir uns da in diesem Thema bewegen. Frau Rhein-Räther hat geschrieben, sie hat uns einen Brief weitergeleitet, den sie an den Verfassungsgerichtshof geschrieben hat. Und zwei Absätze darin lauten folgendermaßen: Bitte entscheiden Sie für ein selbstbestimmtes Sterben und machen Sie nicht Menschen, die das verstehen und helfen wollen, zu Straftätern. Ich bin 68 Jahre alt und lebe im Augenblick wirklich gern und mit viel Freude. Aber ich habe mich schon mein ganzes Leben lang mit dem Sterben befasst und sehe das daher als unvermeidbare Selbstverständlichkeit. Den Freitod eines zumindest physisch gesunden jungen Menschen, der noch sein ganzes Leben vor sich hat, kann man ohnehin kaum verhindern. Aber wenn ein alter und oder schwerkranker Mensch, der einfach nicht mehr imstande ist zu leben, sterben will, so muss man ihm doch dieses Recht zugestehen. Auf der anderen Seite hat uns der Herr Bauer geschrieben: Ich habe schon mehrmals in meinem Leben Menschen beim Sterben begleiten dürfen. Lebensverändernde und bereichernde Erfahrungen. Ich betrachte den Tod mittlerweile als meinen Kumpel, der mir den Wert meiner geschenkten Lebenszeit täglich vor Augen hält. Würdevolles Sterben bedeutet für mich physisch schmerzfrei, dafür gibt es Mittel und echte menschliche Zuwendung. Manchmal erfährt ein Mensch in Krankheit und Sterben das erste Mal in seinem Leben tiefe Zuwendung. Sollte uns nachdenklich stimmen. Die Möglichkeit einer Tötung auf Verlangen ist für mich ein Januskopf. Einerseits menschlich verständlich, andererseits könnte ein unbewusster Druck erzeugt werden, weil wenn ich einmal alt und oder krank trotzdem gerne lebe, aber das Gefühl habe, dass ich der Gesellschaft nichts mehr bringe, dann gibt es ja den Notausstieg, wir freiwilligen Sterbens. Sagt zwar keiner direkt, aber dennoch hängt es unausgesprochen im Raum. Bei mir zu Gast sind heute die Ärztin Frau Dr. Mosic und Frau Gledetzka als Juristin. Und mich würde jetzt interessieren, wie Sie diese zwei, also ich glaube, das sieht ganz, da zeigt man ganz gut, dass diese Argumente sehr nachvollziehbar sind und beide Seiten in gewisser Weise Recht haben. Ja, also ich glaube, das bezweifelt, also ich würde, bezweifle ich auch nicht und sehe das aus natürlich im Rahmen der Autonomie und Selbstbestimmung, wobei man sagen muss, weil in einem Schreiben stand, gestehen Sie mir das Recht zu, zum Freitod, das tut ja die Rechtsordnung. Und das betrifft ja wirklich nur einen Teil von Personen, und zwar dann, die nicht mehr selber
agieren können, die betrifft. Solange ich selber agieren kann, entscheidungsfähig bin, gibt es genug Mittel und Möglichkeiten. Da sagen dann natürlich viele, das ist nicht human, dass man hier den Freitod wählen muss, indem man sich irgendwo davor stürzt. Wie kommt der U-Bahn-Fahrer dazu und so? Das ist natürlich die andere Frage, aber grundsätzlich steht es dem Einzelnen hier zu. Die Frage ist nur, müssen wir als Staat Leuten zur Verfügung stellen, aktiv, die nicht mehr selber die Möglichkeit haben? Und das ist der spannende Punkt. Und ich glaube, Sie haben es auch vorher erwähnt, es ist ja eine Interessensabwägung. Und ich glaube, die Gesellschaft muss hier entscheiden, für welchen Weg sie einschlägt. Und ich glaube, da gibt es weder richtig noch falsch. Ich glaube, es gibt Fragen, wo drohen mehr Nachteile oder wo gilt es mehr, Menschen zu schützen. Und ich bin der Ansicht, oder ich würde es so hin abwägen, dass ich sage, es gilt hier die Schwachen zu schützen, weil dieser subtile Druck entstehen könnte. Bin aber natürlich gerne für Argumente offen. Und es gibt ja auch zum Beispiel das Sterbefasten, wo ich auch letztes Mal zu einem Fall dazugezogen wurde, wo Menschen, wir kennen das von alten Menschen auch, aber da weiß die Expertin mehr, die aufhören zum Essen und zum Trinken. Auch das ist legitim. Und wie gesagt, es gibt immer wieder dann auch in jedem, auch in unserem Leben, Phasen, wo wir erkranken und wo wir uns gegen eine Behandlung entscheiden müssen. Also die Frage ist, wie viel muss der Staat aktiv hier zur Verfügung stellen, um diesen Weg zu wählen? Und da bin ich zurückhaltend. Frau Dr. Mossig. Oh, Frau Dr. Kletetschka, Sie haben jetzt erwähnt, dass wir eigentlich diskutieren für die Fälle, die nicht selber in der Lage sind, einen Suizid zu begehen. Und da möchte ich einfach nochmal einhaken, gibt es ja auch noch das Instrument einer Patientenverfügung. Weil wenn es um Krankheiten geht, wo die körperlichen Fähigkeiten mit der Zeit verloren gehen, dann ist wahrscheinlich frühzeitig die Möglichkeit gegeben, in einer Patientenverfügung den Willen zu äußern, was will ich haben, wenn ich eines Tages mich nicht mehr ausdrücken kann und meine körperlichen Fähigkeiten verloren habe. Und da ist es ja auch jetzt schon möglich zu verfügen, dass man dann keine Maßnahmen zum Lebenserhalt haben will. Und man kann sogar auch auf Maßnahmen der künstlichen Ernährung verzichten. Und insofern schaue ich da genau hin und wir engen den Kreis, für den wir diskutieren, noch viel kleiner ein. Und dann sind wir wiederum dort, wo Sie gemeint haben, es geht um Einzelfälle, die nicht alle durchgeregelt werden können. Und der Schutz vieler anderer steht da im Vordergrund. Vielleicht darf ich auch ergänzen, es geht ja eben auch so weit, dass man sagt, ich möchte dann eine Beatmung nicht mehr haben zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das überrascht oft nicht Juristen, weil in dem Moment, wo ich auch eine Einwilligung zurücknehme für eine Behandlung, muss ich diese Behandlung beenden. Es ist oft leicht, eine Behandlung gar nicht anzufangen, aber rechtlich ist es auch so, man fängt eine Behandlung an und der Patient sagt aktiv oder in Form einer rechtlichen Vorsorge, Patientenverfügung oder durch einen Vorsorgebevollmächtigten, und jetzt ziehe ich meine Einwilligung zurück und die Behandlung muss beendet werden. Was dann oft auch schwierig ist für die Ärzte und Ärztinnen, weil es rechtlich ein Unterlassen ist. Ich darf die Handlung nicht weiter tun, weil ich keine Einwilligung dafür habe. So wie wir vorhin gesagt haben, die Einwilligung ist ja auch ein Punkt für eine rechtmäßige Behandlung. Und da sieht man schon, wie schwierig das ist. Obwohl es rechtlich ein Unterlassen ist, wird dann die Beatmung zurückgenommen. Es kommt zum sogenannten Behandlungsabbruch oder Rückzug. Das ist schon ganz schön schwierig. Also selbst das ermöglicht das Recht schon. Also wir haben recht sehr, sehr viele Maßnahmen, so wie Sie zu Recht sagen, die die meisten Leute gar nicht kennen. Und ich finde, Sie sollen die zuerst einmal ausnutzen und nützen. Und wie gesagt, dann würde ich auch offen darüber diskutieren. Am Telefon begrüße ich jetzt den Rechtsanwalt Wolfram Proksch. Er vertritt die vier Antragsteller, einen Arzt und drei Betroffene, die die Paragraphen 77 Tötung auf Verlangen und Paragraph 78 Mitwirkung am Selbstmord vor dem Verfassungsgerichtshof anfechten. Ich habe das Gesetzesprüfungsverfahren des Verfassungsgerichtshofs ja eingangs schon erwähnt. Schönen Nachmittag, Herr Proksch. Schönen guten Nachmittag. Hören Sie mich gut? Wir hören Sie wunderbar. Ich habe eigentlich eine Reihe von Fragen, aber in Anbetracht der Diskussion, die Sie ja mitverfolgt haben, vielleicht möchten Sie da ganz gerne einsteigen, nämlich bei der Frage, haben wir eigentlich eine ausreichende Gesetzeslage und braucht es da überhaupt eine Änderung? Sehr gerne. Ich möchte zunächst einmal Frau Dr. Kletetschka und Frau Dr. Mossig in vielen Punkten recht geben. Wir brauchen wesentlich bessere und mehr Hospizplätze. Wir brauchen wesentlich bessere
Schmerztherapie und Palliativmedizin, all das deckt aber den Bereich, den meine Mandanten ansprechen, beziehungsweise den wir mit der Klage vor dem Verfassungsgerichtshof ansprechen, leider nicht ab. Es geht dort nicht nur um wenige Einzelfälle, sondern es geht eben um sehr viele Einzelfälle und immer um diese Einzelfälle. Wir haben mit einer Patientenverfügung, die oftmals viele Jahre zurückliegt, nicht die Möglichkeit, einem erklärungsfähigen, sterbewilligen Menschen zu helfen, wenn er seine Situation für unerträglich empfindet. Wir wissen, dass zwar vielen Personen theoretisch in der Schmerztherapie geholfen werden könnte, aber nur 75% dieser Personen wirklich mit den heutigen vorhandenen gesundheitlichen Mitteln und auch Institutionen, die wir haben, die halt nicht alle gleichermaßen erreichen, tatsächlich so behandeln können, dass sie schmerzfrei sind. Und selbst wenn der Schmerz gestillt werden kann, muss nicht das Leid damit zu Ende sein, wenn jemand, also ein MS- oder ALS-Patient, darauf warten muss, dass er oder sie eine Blasenentzündung oder eine Lungenentzündung bekommt, um dann eine Behandlung ablehnen zu dürfen, ist das nicht würdig. Ich möchte auch noch einen Punkt ansprechen. Es gibt auch heute schon keine Abgrenzbarkeit mehr zwischen den tatsächlich oder vermeintlich erlaubten Methoden der indirekten aktiven Sterbehilfe, der sogenannten terminalen Sedierung oder eben einem assistierten Suizid. Was ist denn der Unterschied, ob ich einem Menschen, der mit einer Patientenverfügung festgelegt hat, dass er nicht beatmet werden möchte, die kommt dann oftmals erst später hervor, diese Patientenverfügung, weil sie nicht sofort automatisch abgefragt wird, die Beatmung abdrehe, wie das dann sozusagen vorgegeben ist und ihn damit aktiv töte, oder eine Ernährungssonde, die einmal gesetzt war, aktiv wieder entferne, wenn das der Patient nicht mehr will, oder eben ein tödliches Mittel im Rahmen einer assistierten Suizid- oder Freitodsbegleitung verabreiche. Ich verstehe den Unterschied nicht und den konnte mir auch noch kein Arzt. Frau Dr. Kleditzka, haben Sie eine Erklärung? Ich bin jetzt keine Ärztin, aber juristisch ist es natürlich ein Unterschied. Erstens ist die Intention, wie Sie gesagt haben, bei der palliativen Sedierung, da gebe ich primär ein Medikament, damit der Mensch also sediert wird oder keine Schmerzen hat, und dann kann der Tod die Folge sein. Das heißt, da ist es eindeutig die Intention. Bei dem anderen, die direkte aktive Sterbehilfe, ist der primäre Wille, diesen Menschen zu töten. Also ich glaube, da ist ganz klar, das ist auf der subjektiven Tatbestandsebene hier ein großer Unterschied. Und bei dem anderen, was Sie gemeint haben, das habe ich vorhin versucht zu erklären. Das andere ist, ich verstehe, dass es oft schwierig ist, dass man sagt, ja, da wird auch die Beatmung aktiv beendet. Ja, aber es ist dann unterlassen, weil würde man sich vorstellen, hätte sie Einwilligung von vornherein nicht gegeben, dann hätte ich gar nicht anfangen dürfen mit der Behandlung. Das heißt, mir fällt ja der eine Rechtfertigungsgrund für die rechtmäßige Behandlung weg, eben die Einwilligung des Patienten, die in diesem Fall widerruft. Das kann ich ja aktiv als Patient, wenn ich einwilligungsentscheidungsfähig bin, jederzeit auch machen, und machen ja viele Menschen. Und hier hat das vorab antizipiert. Und ich meine, die Patientenverfügung gibt viele Möglichkeiten und ich muss sagen, die tauchen auf. Also Zeugen Jehovas, die oft das Blut ablehnen und das Sterben in Kauf nehmen, bevor sie mit Fremdblut leben, die tauchen auf. Dem Willen wird auch Rechnung getragen. Das ist ja auch in Form der Selbstbestimmung. Und es gibt ja auch die Vorsorgevollmacht, wo ich einen Dritten bestimme, der auch mein Recht auf Unvernunft wahrnimmt und dem ich sage, bitte, wenn das und das ist, lehne die Behandlung ab oder ziehe dann die Einwilligung zurück. Also da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, die nicht genutzt werden. Und wie gesagt, die Patientenverfügung von denen, die das wirklich ganz dezidiert Maßnahmen ablehnen, aus welchen Gründen auch immer, die tauchen auf. Aber ich gebe Ihnen recht, da kann man auch noch nach adjustieren. Man hat es jetzt eben mit Elga auch gemacht, dass man ähnlich wie bei der Organtransplantation hier abfragen muss. Also da kann man vieles noch verbessern, keine Frage. Und ein Argument nur, weil Sie gemeint haben, man erreicht nur bei 75% eine Schmerzfreiheit. Aber das kann ja kein Argument sein, zu sein, dass wir deswegen, weil wir als Gesellschaft hier versagen, deswegen sagen, na, dann geben wir euch das Mittel in die Hand zur Selbsttötung. Also das Argument halte ich ein bisschen für gefährlich. Herr Brocksch, eine Frage, die sehr grundsätzlich ist. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Paragraph 217 aufgehoben. Er verstoße gegen das Grundgesetz und daher auch gegen das Grundrecht auf einen selbstgewählten Tod unter Hilfe durch andere. Jetzt ist es für Nichtjuristinnen nicht so einfach zu verstehen, warum das Grundrecht auf den selbstgewählten Tod in Deutschland ein anderes ist als in Österreich. Das
ist es nicht und ist es schon. Auch das ist vielleicht schwer verständlich. Wir leben in der Europäischen Union grundsätzlich in einem einheitlichen Grundrechts- und Freiheitsrechte-Kanon, nämlich im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch der Grundrechtecharta der Europäischen Union gelten für alle Mitgliedsländer die gleichen Grundrechte und Freiheiten. Deren Auslegung liegt letztendlich bei den Gerichtshöfen des Europäischen Gerichtshofs in Straßburg bzw. Gerichtshof in Luxemburg. Aber auf der nationalen Ebene gibt es natürlich dann auch noch Verfassungen, die voneinander abweichen und die eine oder andere Grundrechtsposition stärker oder schwächer betonen. Das Grundrecht auf Selbstbestimmung ist in Deutschland im deutschen Grundgesetz besonders betont. Das heißt aber nicht, dass es dieses Selbstbestimmungsrecht in Österreich nicht gäbe. Ich glaube, das, was die Entscheidung in Karlsruhe im Frühjahr besonders geleitet hat, war auch die vorangegangenen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, der seit 2011 judiziert, dass zu dem Recht auf Leben auch ein Recht auf ein selbstbestimmtes, würdiges Sterben dazugehört, heißt insbesondere die Art und den Zeitpunkt des eigenen Todes selbst zu bestimmen. Und wenn man selbst dazu nicht in der Lage ist, eben auch eine entsprechende Hilfe eines professionellen Begleiters in Anspruch zu nehmen, das ist unsere Forderung in diesem Fall. Denken Sie, wird diese Entscheidung aus Deutschland einen Einfluss haben auf die Diskussion in Österreich? Ich glaube, sie hatte es schon, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Verfassungsgerichtshof wohl nach Einreichung unserer Individualanträge im Mai 2019 das weiter fortgeschrittene Verfahren in Deutschland sicherlich abwarten wollte, auch wenn er natürlich nicht daran gebunden ist, was ein anderes Verfassungsgericht in einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union sagt. Ich glaube, dass die Rechtslage, das kann man so sagen, in Deutschland schon davor wesentlich liberaler war, jetzt weiter liberalisiert wurde und dass sich der österreichische Staat durchaus schwer tut, hier diese rigide Situation, die kriminalisierende Situation aufrechtzuerhalten. Das kommt, glaube ich, auch noch das Thema hinein, dass die Strafbestimmungen Tötung auf Verlangen und dies halt klerikal geprägt, austrofaschistisch geregelt, seinerzeit eben geheißen hat, Mitwirkung am Selbstmord, dass diese beiden Bestimmungen keinerlei Beitrag zur Suizidprävention leisten. Wir wissen es rein aus den statistischen Zahlen, dass in den Ländern, in denen eine Liberalisierung der Sterbehilfe zum Verlangen eingeführt wurde, die Suizidraten deutlich niedriger sind als in Österreich. Also zum Beispiel in Österreich stehen wir bei 16 pro 100.000 Einwohnern unter Anführungszeichen geglückten Suiziden pro Jahr. In der Schweiz sind es 10 pro 100.000 Einwohner. Und da muss man jetzt erst einmal erklären, welchen Schutz für welche vulnerablen Personengruppen denn diese Strafbestimmungen leisten sollen. Der Herr Berfall hat uns eine Mail geschickt, die ich in die Runde werfen möchte. Er schreibt, die Grundfrage bleibt, was ist Freiwilligkeit? Kann Freiwilligkeit gewährleistet werden? Letztere kann nicht beantwortet werden, sagt er. Freiwilligkeit bleibt grundsätzlich angesichts von gesellschaftlichem, familiären, religiösen oder per Druck eine prekäre und relative Angelegenheit in allen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten. Auch das ausgefeilteste gesetzliche Regelwerk hilft nicht, wie die Entwicklung in jenen Ländern zeigt, die aktive Sterbehilfe ermöglichen. Das haben Sie eigentlich gerade anders dargestellt, Herr Proksch. Ja, also zunächst einmal muss man begrifflich auseinanderhalten, die aktive Sterbehilfe ist gleich Tötung auf Verlangen, den assistierten Suizid und die Möglichkeiten der sozusagen passiven oder indirekt aktiven Sterbehilfe, die wir in Österreich schon haben. Der assistierte Suizid ist ein Bereich, wo ich wie sonst fast nirgends unmittelbar und akut die Selbstbestimmung und die Urteilsfähigkeit, sei es auch durch 20 Ärzte, überprüfen kann. Bei einer passiven Sterbehilfe oder bei einem Sterben lassen aufgrund einer Patientenverfügung kann ich das nicht überprüfen. Da liegt unter Umständen die Erklärung Jahre zurück, die Urteilsfähigkeit und die Erklärungsfähigkeit des Patienten ist oftmals nicht mehr gegeben. Ich verstehe also dort die Missbrauchssorge nicht. Es gibt in den Ländern wie den Niederlanden oder im US-Bundesstaat Oregon oder auch in der Schweiz keine wie auch immer geartete
Hinweise auf eine relevante Zahl von Missbrauch. Ich sehe auch das Slippery Slope Argument nicht, dass wenn man sozusagen einmal diese Büchse der Pandora, wie sie oft bezeichnet wird, eröffnet, dass dann ein Dammbruch einsetzen würde und alle Leute ihre Angehörigen nur mehr in die Euthanasie treiben würden. Ganz im Gegenteil, die Freitodbegleiter, mit denen wir gesprochen haben, haben keinen einzigen Angehörigen erlebt, der wollte, dass der Sterbewillige wirklich stirbt. Frau Dr. Moss, Sie sind im Hospiz arbeitend, genau dort, wo es darum geht, dass Menschen Entscheidungen treffen, dass Angehörige mit dieser Situation zu tun haben. Wie sehen Sie das? Also auch quasi diese Frage, öffnet man dann damit die Box der Pandora? Also ich bin auf einer Palliativstation und da ist selten der Fall, dass wir Menschen haben, die nicht selber kommunizieren können und wo wir dann mit den Angehörigen die Entscheidungen treffen würden. Das ist wirklich nicht der Normalfall. Diese Situation stellt sich viel häufiger in den Pflegeheimen dar. Und auch in den Pflegeheimen gibt es ganz große Initiativen, die Selbstbestimmung gut zu unterstützen. Und da sind wir in Österreich mit großen Projekten unterwegs, dass frühzeitig die Entscheidungsfindung der Pflegeheimbewohnerinnen eben unterstützt wird. Zum Beispiel gibt es da den Vorsorgedialog, wo in sehr vielen Pflegeeinrichtungen innerhalb von wenigen Wochen nach der Aufnahme ins Pflegewohnhaus angestrebt wird, dass ein Dialog stattfindet mit den neuen Bewohnerinnen, mit den Angehörigen, mit dem Pflegenden und der Medizin. Soll gemeinsam erarbeitet werden, was sind die Ziele, wie soll das weitere Leben in der Institution gestaltet werden. Und da wird auch das Thema geöffnet, um die letzte Lebensphase anzusprechen und zu fragen, wie stellen Sie sich Ihr Sterben vor, was soll sein, wollen Sie nochmal ins Krankenhaus, soll eine Reanimation stattfinden, wenn Sie tot aufgefunden werden. Und all diese Themen werden erörtert. Wenn der Mensch selber dazu Stellung nehmen kann, dann natürlich ist der Wille des betroffenen Menschen gefragt. Und wenn es aufgrund zum Beispiel einer fortgeschrittenen Demenz aber nicht mehr möglich ist, dazu sich zu artikulieren, dann werden die Angehörigen befragt, was denn der mutmaßliche Wille der betroffenen Person wäre. Das bedeutet die Frage, was tät die Mama sagen, wenn sie jetzt mitreden könnte zu dieser Frage. Und dabei wird eben nicht den Angehörigen eine Entscheidung abgerungen, sondern es wird gemeinsam versucht herauszufinden, was denn die Meinung der betroffenen Person wäre. Auch da wird wiederum ganz intensiv daran gearbeitet, den Willen frühzeitig festzustellen, damit man in einer Situation, wo dann schnelles Handeln gefragt ist, auch dann das tun kann, was dem Menschen am ehesten entspricht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem mutmaßlichen Willen bin ich ja sehr skeptisch und leider müssen wir oft auf das noch zurückgreifen, weil die Leute nicht rechtzeitig rechtlich vorsorgen. Mich überrascht immer, wie die Leute machen Testamente, tun sich über Vermögensangelegenheiten Gedanken, machen aber nicht, was ist in den letzten entscheidenden Monaten, Stunden, Tagen der Fall. Und wir wissen immer, Angehörige gibt es die Guten, die Bösen oder die es zu gut meinen. Also ich würde auch schauen, dass wir künftig wegkommen von diesem mutmaßlichen Willen, weil wir wissen eben nicht, ob es der Wille ist. Was ich widerlegen wollte, das stimmt nicht, dass wir die Entscheidungsfähigkeit jetzt nicht überprüfen. Da gibt es auch ganz klare Kriterien. Jeder Arzt muss tagtäglich zum Beispiel niedergelassen überprüfen, ist der Patient entscheidungsfähig oder nicht. Gerade bei der Patientenverfügung haben wir ein strenges Errichtungskriterium, eben dass es bei der Verbindlichen vor Patientenanwalt oder Erwachsenenschutzverein errichtet werden muss, die Entscheidungsfähigkeit prüfen. Also insofern, das stimmt nicht, dass das nicht überprüft wird. Im Gegenteil, es wird überprüft. Und wenn Sie sagen, erst danach nicht entscheidungsfähig, ja eben, genau für diesen Moment hat das gemacht. Und was wir natürlich hier auch haben bei der Patientenverfügung oder der Vorsorgevollmacht ist, vielleicht hätte er sich anders entschieden, könnte er jetzt noch entscheiden, aber das ist das Risiko und das hat man umso mehr natürlich, wenn man das Recht auf aktive Sterbehilfe hat und sagt, ich habe mich jetzt dafür entschieden, im Nachhinein war es vielleicht doch ein Irrtum. Das ist nun mal so bei solchen Entscheidungen, wenn man dem rechtliche Folgen anerkennt. Also, und weil Sie immer die Patientenverfügung nennen, ich persönlich habe keine Patientenverfügung, weil ich jetzt Gott sei Dank nicht an sich irgendwie eine Erkrankung habe, wo ich glaube, dass ich an der versterben werde. Also ich kann mein Sterbeszenario zu wenig antizipieren
Und es gibt jetzt auch nichts, was ich per se ablehne, kein Medikament oder Blut, wie auch immer. Also für mich ist eine Patientenverfügung nicht geeignet. Ich habe eine Vorsorgevollmacht, wo eine Person oder beziehungsweise dann eine andere für mich entscheidet und genaue Vorgaben hat. Und diese Person kann ja dann auch dieses Recht auf Unvernunft geltend machen, weil die Frage ist, so wie sie sagt, man muss mal auf die nächste Lungenentzündung warten. Das ist natürlich schon der Punkt. Und darüber kann man diskutieren. Und das muss man dann, glaube ich, recht, wird dann halt die Gesellschaft entscheiden. Wie viel Recht muss ich denn hier den Personen von der Rechtsordnung geben, wie er seinen Selbstmord, also seine Selbsttötung hier gestaltet? Also muss ich ihm noch zusätzlich die Möglichkeit geben, dass er Dritte dazu verwenden darf oder nicht? Oder ist hier die Grenze? Und das darüber diskutieren wir ja, weil dass er sein Freitod selber wählen kann, das steht ja außer Zweifel, in welchen Formen auch immer. Die Frage ist ja, muss der Staat es ermöglichen, dass er einen Dritten dann dazu verwenden darf, der dann hier mitwirkt? Und da sehe ich halt sehr wohl die Grenze, wo ich sage, das möchte ich momentan nicht haben. Ich weiß, das sind immer Einzelfälle, aber nachdem so viele dieser Einzelfälle bei mir landen, möchte ich Ihnen den trotzdem vorlesen, weil Sie gerade gesagt haben, es geht eben um die Frage von Zweit- und Drittpersonen. Die Frau Bodner schreibt, vorige Woche hat sich in meiner Nachbarschaft ein Mann mit über 90 Jahren im nahen Fluss ertränkt, weil er nicht mehr weiterleben wollte mit seinen Beschwerden und keine Aussicht sah, sein Leben ins Positive zu ändern. Ist das in Würde sterben, das Lebensende im kalten Fluss? Ich glaube, das sind genau diese Fälle, über die wir dann reden, wo der Herr Brock sagt, es sind zwar Einzelfälle, aber von denen gibt es halt offensichtlich nicht so wenige. Freilich, also ich meine, meine Großtante hat sich leider auch mit 97 erhängt, weil sie nicht ins Pflegeheim wollte, hat das sehr gut vorbereitet, Begräbnislisten geschrieben und natürlich denkt man dann drüber nach, hätte sie sich an uns gewandt. Ich finde, die Frage ist, ob diese Menschen dann den Weg wählen würden. Und ich finde auch den Fall, den Sie geschildert haben mit dem Bach, finde ich besonders traurig, dass es hier keine Menschen gab, die den begleitet haben und die Ängste genommen haben, dass das niemand mitbekommen hat, in welche Situation er steckt. Weil es ist natürlich oft die Einsamkeit, es ist hier Perspektivenlosigkeit, dass man alleine zu Hause sitzt, die Freunde sind gestorben. Und dass wir da dann als erste Mittel sagen, wir geben dir das Recht, dass ein anderer dir hilft jetzt beim Freitod, anstatt zu sagen, wir schauen, dass die entsprechende Betreuung, Begleitung kriegen, regelmäßige. Und wir wissen, dass das in manchen Regionen nicht gut funktioniert. Und wie gesagt, nochmal, ich habe Verständnis, weil ich ja, wie gesagt, großer Befürworter der Selbstbestimmung bin und mir da insofern ein bisschen widerspreche, weil ich sage, ja, Selbstbestimmung ist total wichtig, aber da sehe ich eine Grenze. Aber einfach nur deswegen, weil wir noch so viel zu tun haben in den anderen Bereichen. Und solange wir das nicht haben, finde ich, möchte ich darüber nicht, ich tue es ja diskutieren, aber ich möchte es nicht ändern. Herr Brock, eine letzte Frage. Wann rechnen Sie denn mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs? Ich denke, dass diese Entscheidung relativ bald daherkommen wird. Aber ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, gerade der erste Schritt, um solche tragischen Fälle, wie wir sie jetzt gerade gehört haben, zu vermeiden, ist, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, überhaupt mit jemandem über diese Gedanken zu sprechen. Wenn wir die Verbotsbestimmungen weiter aufrechterhalten, dann nehmen wir diesen Leuten die Möglichkeit und drängen sie in vorgezogene Suizide, in blutige, mit oft gravierendsten Folgen, selbst wenn sie überlebt werden. Herr Dr. Brock, da möchte ich ganz dagegen sprechen. Aus meiner ärztlichen Perspektive würde eine Änderung der Gesetzeslage genau solche Gespräche verhindern. Derzeit ist es so, dass ich mit Patientinnen und Patienten Todessehnsucht und Todeswünsche und auch Tötungsanliegen besprechen kann. Die können sich nämlich darauf verlassen, dass ich das nicht missverstehen werde als einen Handlungsauftrag. Und damit können sie ihre Ambivalenz im Gespräch eben begleitet erleben. Wenn ich eine wäre, die zu einer Tötungshandlung schreiten würde, dann müssten diese Menschen diese Gespräche, die sie jetzt führen können, mit sich allein ausmachen. Und da würde uns ganz viel Möglichkeit der Begleitung genommen werden dadurch. Und aus meiner Perspektive ist es genau umgekehrt, dass wir uns einen Weg vertun, nämlich die Ambivalenz gemeinsam mit dem Patienten aushalten. Und ich glaube,
Ja. Also, was auch ganz wichtig ist, ich glaube, wir reden eben nicht drüber. Ich glaube, dass wir zuerst verankern sollten, so wie eine gesunde Untersuchung, eine Vorsorgegespräch, was wir eben versuchen in den Pflegeheimen durch den Vorsorgedialog, dass jeder ab einem gewissen Alter hier mit den Angehörigen der Gesundheitsberufe darüber spricht, dass das finanziert wird, dass endlich Raum und Zeit dafür ist, das zu besprechen. Und da möchte ich nicht, dass der Anlass ist, dass wir die aktive Sterbehilfe einführen, sondern es soll vorher mal das Gespräch finanziert werden und hier auch dem Raum gegeben werden, über die rechtliche Vorsorge zu sprechen. Und dann können wir gerne noch einmal über die Einführung der aktiven Sterbehilfe diskutieren. Ich möchte gerne noch die Frau Aringer, die uns angerufen hat, in die Runde holen. Schönen Nachmittag, Frau Aringer. Ja, begrüße. Meine Ohren flattern schon vor lauter angestrengt zuhören. Ja, Folgendes. Es geht mir persönlich, mein Profil ist 70 Jahre jung, unmittelbar in der Lebensfreude, aktiv bei der Arbeit und Funktion. Mir kam spontan der Gedanke, das ist mir ganz eine Herzensangelegenheit, die innere Freiheit bekomme ich doch dadurch, wenn ich weiß, ich komme ins vergreiste Alter und mit allem konsequent und ich habe die Freiheit, aus dem Leben einzuschlafen, wegzugehen. Also das ist mir ein besonderes Anliegen, diesen Aspekt. Ich kann natürlich alles andere, was zusätzlich abgedeckt werden muss, das sind die Fachfrauen, Fachmänner. Aber für mich persönlich, was für eine Freude hätte ich, wenn ich wüsste, ich habe eine tiefe innere Freiheit und ich kann als erwachsener Mensch mich entscheiden. Und dann würden solche, wie jetzt gerade vorangegangen, diese Beispiele entwürdigen, dieser alte Mann. Nein, genau das, vor dem hat man ja wirklich permanent Angst. Aber und unsicher. Weil ich weiß, Frau Dr. Gleisitzka. Nein, mir liegt zu sagen auf der Zunge, Sie haben ja die Möglichkeit. Also es nimmt Ihnen ja niemand die Möglichkeit. Sie haben die Möglichkeit, diesen Weg zu wählen. Da gibt es verschiedene Wege. Was wir hier diskutieren, ist, wie weit muss der Staat dann zusätzlich noch aktiv etwas zur Verfügung stellen, eben dass jemand anderer das mit unterstützt. Also, und das ist, glaube ich, oft der Irrglaube, weil eben viele sagen, ich habe nicht die Möglichkeit. Sie haben die Möglichkeit dazu. Frau Aringer? Aspekt, der Natürlichkeit hineinbringen. Das ist einfach nicht, also der Tod ist etwas Natürliches. Das ist also nicht etwas, was man kriminalisieren soll. Ja, ich weiß, alle Türen und Toren sind auch möglicherweise offen. Aber ich wollte nur den Aspekt der inneren Freiheit, wenn ich es, also da werde ich mich damit beschäftigen, wo ich da hingehen kann, damit ich diese freie Entscheidung treffen kann. Also ich bin für persönliche freie Entscheidung, weil das ist Lebensqualität für mich persönlich. Frei und angstfrei und weiß, ich kriege Unterstützung, ich habe Unterstützung in meiner Kraft, in meinem Erwachsensein. Ja, bitte, das wollte ich, bitte. Danke für den Anruf, Frau Aringer. Ein Hörer hat geschrieben, das Töten durch einen Arzt untergräbt das Vertrauen in das Gesundheitssystem. Ich würde keinen Arzt oder Ärztin mehr aufsuchen, der Beihilfe zum Suizid leistet. Auch das ist natürlich eine heikle Frage. Also gerade die Frage, die Ärzte und Ärztinnen betrifft. Also wie geht man damit um, Frau Mussig? Also ich sehe das auch so. Ich möchte ganz sicher keine Ärztin sein, die tötet. Und eben das Tötungsverbot ist für mich ein ganz wichtiges Element in der therapeutischen ärztlichen Beziehung. Jetzt haben wir aber vorhin darüber geredet, was ist, wenn eine Patientin oder ein Patient sagt, ich esse nicht mehr? Ja, da ist es wiederum so, dass dann der betroffene Mensch die handelnde Person ist. Da werde ich als Ärztin angefragt, um ein Leiden, das vielleicht bei dem Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit entsteht, dass ich dann das Leiden begleite und versuche, das Leiden so gut wie möglich zu lindern. Ich bin nicht die handelnde Person, die den Tod da herbeiführt, sondern ich begleite jemanden, der autonom seine Entscheidung getroffen hat. Auch da muss ich auch nicht zustimmen dazu, weil der Patient kann das nur einfach selber entscheiden. Und eben auch dabei kann er ärztlich-pflegerisch begleitet werden und wird nicht im Stich gelassen mit dieser Situation.
Wir haben begonnen die Sendung, indem wir über die Situation der Palliativmedizin gesprochen haben und auch die noch nicht für Sie befriedigende Ausbausituation. Das heißt, es gibt zu wenig Betten, es gibt zu wenig Geld, es gibt zu wenig Stationen. Frau Kletzka, meine Frage noch, gibt es eigentlich einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Palliativ- und Hospizbetreuung in Österreich? Nee, es gibt eine Patientenkarte, das ist ein Bundesland und ein Bund geschlossen, wo du auf ein würdevolles Sterben, das finde ich immer ganz schwierig, weil was bedeutet ein würdevolles Sterben? Für uns drei Personen hier ist das wahrscheinlich schon wieder ganz unterschiedlich. Und ich habe mit meinen Eltern, die haben eine Vorsorgevollmacht und wir haben viel darüber gesprochen. Für meinen Vater ist ein Idealszenario, hat er mal gemeint, ja, Intensivstation, grelles Licht und viele Maschinen und Apparate und so. Meine Mutter hat gesagt, ja, so Becksonde möchte sie nicht. Also es ist für jeden ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen ist es natürlich auch schwer einzuklagen, was ist ein würdevolles Sterben. Aber ich gebe Ihnen recht, da müssen wir noch massiv ausbauen. Einfach auch die räumliche Situation in den Krankenhäusern, wie das dort gestaltet ist. Ich kann mich erinnern, meine Großmutter ist noch, glaube ich, in einem 10-Bett-Zimmer verstorben. Da gibt es viel nachzubessern und da braucht es einfach wirklich auch noch mehr. Und wie gesagt, es sind noch so viele Hausaufgaben zu tun, die wir aktiv tun müssten, wo der Gesetzgeber eben das ärztliche Gespräch besser honorieren sollte, ein Vorsorgegespräch gesetzlich verankern, dass wir endlich über Sterben sprechen und in welcher Form. Und sollten wir dann zu einem Schritt kommen, dass wir sagen, ja, wir brauchen auch noch die aktive Sterbehilfe, weil ich der Ansicht, dass man sagt, dann machen wir einen eigenen Beruf, weil ich es nicht vermischen möchte, so wie wir auch gerade gehört haben, mit dem sonstigen ärztlichen Auftrag. Also. Wie nah der Tod und das Leben einander stehen, das sieht man an einer Diskussion wie heute. We look at the world once in childhood, the rest is memory. Mit diesem Gedanken der neu gekürten Literatur-Nobelpreisträgerin Louis Glück verabschiede ich mich von meinen Gästen hier im Studio. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und auch am Telefon an Herrn Brocksch. Dankeschön. Für die Technik verabschieden sich heute Igor Kellermann. Am Telefon war Günter Kandelbauer, Regie hat Mona Moore geführt und am Mikrofon war Elisabeth Scharang. Einen interessanten Nachmittag noch mit Ö1.
Fünf Kontinente im Jazzrausch am 30. April beim Internationalen Jazztag. Und Ö1 feiert mit. Operngranden bittet Christina Tengel in Stimmenhören auf die Jazzbühne. Onstage Spezial serviert zwei aktuelle Konzerthighlights. Die umjubelte Premiere des Christian Muth-Spiel Orchestra Vienna beim Jazzfestival Saalfelden. Und der Saxophon-Shootingstar aus London, Binker Golding, mit seinem Quartett. Der Ö1 Jazztag am Donnerstag, dem 30. April. Weitere Infos unter oe1.orf.at/Jazztag. Wissen aktuell.